Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich über die eine Sache mit dir sprechen, die dich wirklich attraktiv macht und wie du sie erreichst, wie du sie benutzen kannst, um deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über Attraktivität. Wir haben auch in letzter Zeit viel über Attraktivität geredet. Da ging es allerdings eher so ein bisschen darum, was macht dich körperlich attraktiv? Was kannst du also von deinem Aussehen her verändern, um mehr Anziehung bei der Frau zu erzeugen? Und all das ist natürlich richtig, all das solltest du tun und all das bringt dir natürlich nur Vorteile. Aber das ist nicht das, wovon wir heute reden wollen. Heute möchte ich mit dir über ein Kernkonzept sprechen, das du verstehen musst, wenn du verstehen willst, warum manche Männer, von denen du vielleicht denken würdest, hey, wie können die denn so attraktive Frauen sein? Wie können die denn so viel Erfolg haben? Warum die so erfolgreich sind und wie du das nutzen kannst für dich selber? Und dazu müssen wir ein Konzept aus der Psychologie verstehen oder ich würde mal sagen, es ist nicht unbedingt ein Konzept aus der Psychologie, es ist vielleicht eher ein Konzept aus dem Spiritualismus, der sich aber mit Psychologie erklären lässt. Und zwar ist das die, ich nenne das jetzt mal, Identifikationstheorie. Und zwar ist es so, dass wir Menschen, und das ist dir sicherlich auch nicht fremd, uns mit Dingen identifizieren, um unseren Wert zu erhöhen oder unseren wahrgenommenen Wert zu erhöhen. Natürlich erhöht sich dadurch der Wert nicht wirklich. Das ist mehr ein Konstrukt, das nur funktioniert, weil wir in dieser Gesellschaft leben. Aber ich will es dir mal anders erklären, damit es ein bisschen verständlicher wird. Ganz einfaches Beispiel, und ich denke, damit erklärt sich's auch. Du kaufst dir ein teures Auto, ein BMW, ein Porsche, ein Lamborghini. Und das ist sowas wie ein Identitätsverstärker, könnte man sagen. Denn er verstärkt deine Identität, er macht dich, nennen wir dich mal Lars, attraktiver in diesem Moment, weil du ein krasses Auto besitzt und dieses Auto wird eben mit gewissen Dingen assoziiert. Das ist der Punkt, ja. Assoziationen sind der Punkt. Wenn jemand Arzt ist zum Beispiel, dann ist mit diesem Beruf Arzt etwas assoziiert, ja. Viele Leute würden einen Arzt als wertvoller wahrnehmen als einen Müllmann beispielsweise. Obwohl auf... Also, angenommen, du würdest diese Person nicht kennen. Da ist ein Arzt, da ist ein Müllmann und die meisten Leute würden dem Arzt mehr positive Eigenschaften hinzudichten als dem Müllmann, obwohl sie ihn nicht kennen und obwohl das gar nicht unbedingt wahr sein muss. Ne, das ist reine Assoziationstheorie. Das sind einfach Identitätsverstärker in diesem Moment. Ne? Das ist ein Arzt und du denkst gleich, oh, der ist ja kompetent, der muss ja klug sein, der ist attraktiv oder was auch immer. Es gibt viele Assoziationen, die mit verschiedenen Dingen verbunden sind. Das kannst du zum Beispiel nachgucken, wenn du mal googelst, wie die beliebtesten Berufe und dann siehst du sowas wie Arzt oder Polizist relativ weit oben, weil wir gewisse Dinge mit diesen Sachen verbinden. Und dadurch wirkt die Person attraktiver oder interessanter auf uns. Es ist ungefähr so, als würde jemand dir erzählen, er wäre Rockstar und hätte eine riesige Fanbase und würde regelmäßig, keine Ahnung, Konzerte auf der ganzen Welt spielen. Du würdest gleich mehr und positive Dinge mit dem assoziieren, als zum Beispiel mit jemandem, der dir erzählt, er arbeitet beim Finanzamt. Obwohl das nicht unbedingt der Fall sein muss, aber wir denken das halt. Und dieses Konzept lässt sich auch auf das ganze Frauenthema anwenden natürlich. Denn jetzt nehmen wir mal diesen ganzen Liebe-Kram, also die Gefühle, die dazugehören und dieses, ich nenne es mal ein bisschen idealisierte, dieses, hey, ich liebe die andere Person, ich verbringe gerne Zeit mit ihr, ich bin gerne mit ihr zusammen, ich bin gerne bei der Person, nehmen wir das mal alles zur Seite. Da gibt es trotzdem noch diesen Aspekt des, wer ist diese Person und wie steht sie in der sozialen Hierarchie da? Ne? Also im Sinne von, ist er zum Beispiel ein Arzt? Steht er zum Beispiel relativ weit oben in der sozialen Hierarchie? Oder ist er vielleicht Hartz-IV-Empfänger? Sehr weit unten in der sozialen Hierarchie. Das heißt, sagt erstmal nichts über die Person, aber wir denken halt, es sagt etwas. Und so kann es halt sein, dass Männer, die eigentlich nicht super viele attraktive Eigenschaften haben, wenn man jetzt mal sich die Basis anguckt, sehr erfolgreiche Frauen sind. Nehmen wir an, du hast jemanden, der sehr klein ist, sehr unsicher und sehr schlecht aussieht. Dieser Mann kann, wenn er sich mit den richtigen Sachen identifiziert, sehr viel Erfolg bei Frauen haben. Ne, das siehst du, oder ich hatte schon Beispiele davon in meinem Coaching, wo ich Teilnehmer hatte, die einen riesengroßen sozialen Kreis hatten, die wirklich regelmäßig Partys geschmissen haben, unglaublich viele Leute kannten, aber jetzt vielleicht nicht klassisch super gut aussehend waren, aber die dadurch enorm attraktiv und anziehend für Frauen geworden sind. Und das ist die zweite Seite von Attraktivität. Auf der einen Seite die äußere Attraktivität, aber auf der anderen Seite auch dieses, wer ist diese Person und mit was ist sie assoziiert? Und das sind halt Sachen, die kannst du tatsächlich konstruieren. Also du kannst, wenn du die richtigen Umstände konstruierst, diese Anziehung bei Frauen erzeugen. Nehmen wir mal an, jetzt als klassisches Beispiel, wie man das tun könnte. Nehmen wir mal an, du hast einen Freundeskreis, in dem du so ein bisschen der Boss bist. So, alle finden dich cool und alle machen, was du sagst. Also du führst das Ganze so ein bisschen und hast einen Freundeskreis, in dem du neu bist und wo man dich noch nicht so richtig akzeptiert hat vielleicht. Und es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt
jetzt eine neue Frau kennenlernst und die in einen dieser beiden Freundeskreise mitnehmen würdest, die Frau dich signifikant besser wahrnehmen würde in diesem Freundeskreis, wo du der Führer bist, als in diesem Freundeskreis, wo du der Loser bist. Ja, du bist die gleiche Person, es hat sich nichts geändert. Das ändert nichts an dir als Person, aber ihre Wahrnehmung von dir ändert sich dadurch enorm. Das bedeutet halt, dass du dir als Mann Gebiete schaffen kannst, in denen es hilfreich ist, wenn du Frauen mit hinnimmst. Also das hier ist ein Beispiel, ein mögliches Beispiel, dass du in einem speziellen Bereich dir eine Art Führungsposition aneignest und dann dorthin die Frau mitnehmen kannst. Ich erkläre es dir an meinem Beispiel mal, denn das habe ich auch schon manchmal gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar halte oder einen Vortrag halte, dann kommen mal die Männer dahin und die Männer sind Fans von mir. Die sind gekommen, um mir zuzuhören. Mein Wort ist in diesem Raum Gesetz. Nicht im Sinne von Gesetz, sondern im Sinne von alle hören mir zu und alle sind wegen mir da. Das gibt mir natürlich einen enorm hohen Status. Und wenn ich jetzt eine Frau mit in diese Umgebung bringe, dann wird sie mich natürlich enorm attraktiv, besonders und high Status wahrnehmen. Und das Tolle ist halt, und so funktioniert dieses ganze Prinzip, dass wenn es einer der ersten Eindrücke ist, den sie von dir sammeln kann, dass es dann ein unglaublich bleibender Eindruck wird. Wenn das Erste, was du über jemanden erfährst, dass er Arzt ist, dann assoziierst du direkt diese ganzen positiven Sachen mit ihm und dann wird es ganz, ganz schwierig für diese Person, die Sachen wieder umzukippen. Also das klingt so bescheuert, aber das ist tatsächlich psychologisch nachgewiesen, dass der erste Eindruck und der letzte Eindruck, den wir von etwas haben, das sind die, die am meisten hängen bleiben, die am stärksten wirken. Das heißt, wenn das der erste Eindruck ist, den sie von dir bekommt, oder einer der ersten Eindrücke, na, muss nicht der erste Eindruck sein, dann kannst du fast nichts mehr machen, um das dann nach hinten raus umzustoßen. Das ist dann der Anfangsframe, den du gesetzt hast. Das ist die Kategorie, in die du eingeordnet wurdest. Und es ist schwierig, das wieder umzukippen, im Positiven sowie im Negativen. Na, wenn du dann die Frau mitnimmst in den Freundeskreis, wo du gerade einfach noch nicht sehr beliebt bist und die Leute mögen dich vielleicht gar nicht so richtig, wäre natürlich ein komischer Freundeskreis, aber nehmen wir es mal als Beispiel an, dann ist es halt einfach sehr negativ. Du wirst sehr negativ von der Frau wahrgenommen und dann kannst du echt viel machen und du wirst es schlecht umstoßen können. Außer du nimmst sie danach mit in 10 andere Freundeskreise, wo du der King bist. Und dann ist natürlich klar, dass dieser Eindruck sich irgendwie so ein bisschen dann wieder angleichen kann. Aber so einfach kann das sein. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir davon reden, sich einen attraktiven Lifestyle zu bilden. Ne, dass es einfach Bereiche gibt in deinem Leben, wo du eine gewisse Kompetenz erreichst, wo du einen gewissen Status erreichst. Und wenn du es dann schaffst, Frauen in diesem Bereich kennenzulernen oder vielleicht auch Frauen in diesem Bereich mitzunehmen, dann kann deine Attraktivität von einem, sagen wir mal, durchschnittlichen Level durchaus zu einem sehr hohen Level kommen. Und das kommt jetzt hinzu, du kannst Frauen bekommen, die eigentlich vielleicht gar nicht normalerweise auf deinem Level wären, wenn wir uns jetzt so eine klassische sexueller Marktwert-Level-Theorie anschauen. Ne, weil, also die Aussage ist einfach, ein Supermodel wird nicht so wahrscheinlich mit einem Hartz-IV-Empfänger zusammen sein, wie ein Supermodel mit einem anderen Supermodel zusammen sein wird. Es ist nicht unmöglich, als Hartz-IV-Empfänger ein Supermodel zu bekommen, es ist nur einfach weniger wahrscheinlich. Und diese Sachen können diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du Frauen daten kannst, die über deiner Liga liegen, wenn du so willst. Ne? Also Ligensystem wirklich so verstehen, dass du kannst jede Frau daten und kriegen. Es wird nur unwahrscheinlicher nach oben hin. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Das ist absolut real. Und damit kannst du deine Chancen unglaublich erhöhen, wenn du die Frauen damit hinnimmst oder wenn du die Frauen vielleicht sogar da kennenlernst. Ich habe öfter mal Leute bei mir, Männer, die sind schon ein bisschen älter, die sind schon ein bisschen, also im Coaching dann, die sind schon ein bisschen versierter und die sind dann vielleicht wirklich, ja, auch teilweise Koryphäen in ihrem Gebiet und die halten dann vielleicht Vorträge für andere Leute und haben über diese Vorträge halt die Chance, Frauen kennenzulernen in einem sehr, sehr guten Setting. Und wenn sie dann noch die ganzen Fähigkeiten, die ich ihnen mitgebe, das Selbstbewusstsein, was sie bei mir lernen, die Fähigkeit, Frauen anzusprechen, die sie bei mir lernen, wenn sie das dann damit kombinieren können, dann kann ihr Erfolg mit Frauen wirklich ganz, ganz weit nach oben gehen. Das ist auch der Grund, warum ältere Männer attraktiver sind, weil die mehr im Leben stehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du als jüngerer Mann so solche Bereiche hast, wo du, ich sag mal, King bist, so nenne ich es mal, ist halt unwahrscheinlicher, weil es Zeit braucht, diese Bereiche aufzubauen. Deswegen ist es für einen älteren Mann wahrscheinlicher, dass in einem dieser Bereiche da einen gewissen Stand oder Status sich aufbaut. Aber nehmen wir mal an, du bist dann irgendwie, du leitest irgendwie eine Abteilung und du hältst dann Vorträge für die neuen Mitarbeiter und arbeitest die ein und du bist der Typ, den alle kennen, der hat's voll drauf und der arbeitet hier schon ganz lange und der kennt hier alle und ist der coole Typ und dann sind bei den Leuten, die du nur einarbeitest, Frauen dabei, dann ist es halt einfach so, dass
zusätzlich zu deiner normalen Attraktivität, die du hast, einfach ein Batzen an Attraktivität, geiles Wort, ein Batzen an Attraktivität draufkommt, einfach durch dieses Status-Ding. Und so kannst du dir halt überlegen, egal in welchem Alter du jetzt bist, kannst du dir überlegen, okay, was könnte für mich so ein Weg sein? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist, also wir haben jetzt über Beruf geredet und Beruf ist relativ klar. So, nehmen wir mal an, du bist Student. Viele von euch sind ja auch vielleicht Studenten. Ne? Ich nehme jetzt mal das Beispiel Student, denn was Auszubildende angeht, das könnte man aufs Gleiche hinaus münzen, sage ich mal. Nehmen wir mal an, du bist ein Student und dann gibt es das ja immer so, dass die Erstis kommen zur Uni und dann gibt es die Tutoren oder die aus den höheren Semestern, die den Erstis alles zeigen und die anleiten und deren Wissen mit ihnen teilen. Und das ist natürlich eine wunderbare Chance, wie du als Student dir einen höheren Status gegenüber anderen Studenten erarbeiten kannst. Den hast du ja sowieso schon, weil du in einem höheren Semester bist, aber so kannst du ihn wirklich direkt in einer Gruppe benutzen, sage ich mal. Wenn du der männliche Student bist, der vielleicht im vierten Semester ist und der die Erstis einführt, dann hast du einfach viel Ahnung, du bist versiert, du hast einen hohen Status, einen höheren Status als die anderen männlichen Leute in deiner Gruppe. Das ist ganz witzig. Das heißt, du könntest theoretisch jemanden ausstechen, der, sage ich mal, viel, viel besser aussieht, als du aussiehst, einfach nur, weil du der Typ im vierten Semester bist und er ist halt erst im ersten. Er ist eben auch ein Ersti. Das ist ein geringerer Status für ihn. Und so könntest du ihn ausstechen. Das könnte eine Möglichkeit sein, die man als Student nutzen kann. Da musst du allerdings natürlich ein bisschen kreativ selbst werden. Wenn man das jetzt außerhalb dieser Kontexte betrachtet, Studium, Schule, Beruf, dann könnte man sich auch so eine Position aufbauen in einer Art Hobbygruppe. Wenn du zum Beispiel zum Karateverein gehst und irgendwann bist du der Schwarzgurt, der andere Leute unterrichtet, oder du spielst Tennis und irgendwann gibst du Tennisstunden für neue Mitglieder des Vereins, weil du es halt drauf hast. All diese Sachen funktionieren natürlich auch. Du musst da gucken, wie das für dich funktionieren kann, auf welcher Ebene das für dich funktionieren kann und wie du das umsetzen könntest. Und wenn du das dann kombinierst mit den eigentlichen Fähigkeiten, die du natürlich brauchst zum Frauen kennenlernen, die du bei mir beispielsweise im Coaching lernen kannst, dann kannst du deinen Erfolg mit Frauen wirklich durch die Decke ballern lassen. So viel mal dazu. Ganz, ganz wichtiges Konzept, ganz wichtig zu verstehen. Überleg dir einfach mal, wie du es umsetzen kannst. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir das soweit klar war, wie du es vielleicht umsetzen könntest, wie du es vielleicht auch umgesetzt hast. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps, die ich jetzt hier auch noch nicht erwähnt habe. Ansonsten schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wie immer wieder. Hier links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben. Und hier rechts geht es zu einem Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Schau da unbedingt vorbei. Klick drauf, wenn du bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.